Engel tragen keinerlei Schilde, sondern nur leichte Rüstung. Sie kämpfen mit rücksichtsloser Hingabe. Triff sie hier, hier und hier. Und womit? Hast du irgendeine Geheimwaffe parat? Dummes Mädchen, bist du wirklich so beschränkt, dass du nicht merkst, dass du die Antwort in der Hand hältst? Was? Engelswaffen? So einfach? Warum hat das noch niemand rausgefunden? Himmlischen Stahl findet man hier nicht oft. Und wer welchen besitzt, ist nicht versessen darauf, ihn gegen Exorzisten einzusetzen. Meine Töchter und ich wurden bei der letzten Ausrottung in die Enge getrieben. Ich habe versucht, Zeit zu gewinnen, damit meine Mädchen fliehen konnten. Doch man wird nicht zur Engelswaffenhändlerin, ohne sich zuallererst zu bewaffnen. Du bist getrieben und so voller Abscheu. Und jeder Schritt geschürt von blankem Hass. Such andere Ziele und erfinde dich neu. Andernfalls ist ganz klar, das wird nie was. Ich weiß, es dürstet dich nach Rache, Veggie schreist nach Blut. Doch du hast nur eine Chance, wenn du Liebe suchst. Such nach Liebe, Liebe. Schau, wer dir am nächsten steht. Schütz ihn dann so gut es geht. Nenn Liebe, Liebe. Kämpf mit harten Bandagen, wenn's um Liebe geht. Angst zu verlieren macht dich nur stärker. Wenn was du verlieren kannst, jemand ist, den du liebst. Hör auf dein Herz, dann kämpfst du noch härter, weil du alles dann dafür gibst. Ich weiß, es dürstet dich nach Rache, Veggie schreist nach Blut. Doch du hast nur eine Chance, wenn du Liebe suchst. Such nach Liebe, Liebe. Schau, wer dir am nächsten steht. Schütz ihn dann so gut es geht. Mit Liebe, Liebe. Kämpfst mit harten Bandagen und kommt es dann hart auf hart. Steigst auf mit jedem Versuch, solange du Liebe suchst. Sieh mal einer an. Vielleicht überlebst du den Kampf sogar. Wir werden mehr Waffen brauchen.